Moin Leute, mein Name ist Martin Badakwa, das ist Vincent Kort, mein Kumpel, und heute zeigen wir euch, wie ein Muscle-Up geht. Das ist die Location in Lockstedt. Ja, hier ist eigentlich alles Nötige dafür und fangen wir doch mal an. Jetzt zeige ich euch genau, wie ein Muscle-Up aussieht. Das ist ein Muscle-Up ohne Schwung. Jetzt zeigt euch Vincent Kort die Übung, die ihr machen müsst, erstmal für ein Muscle-Up geeignet sind, das heißt die Basics. Da sind mindestens 15 Klimmzüge, normal. Klimmzug muss immer so sein. Und bis zum Kinn, und das sind die Klimmzüge bis zur Brust. Zeig du die mal kurz, Vincent. Es gibt auch einige Leute, die die Basics gar nicht brauchen. Die verstehen das sofort mit dem Schwung. Bevor ich den Muscle-Up richtig konnte, habe ich erstmal auf einen Arm gemacht. Das heißt, auf einen Arm geht das folgende Muscle-Up. Geht hier und zieht dann. Ich habe auf einen Arm dreimal gemacht und auf anderen dreimal. Dann baut ihr halt die Kraft auf und natürlich die Technik. Dann könnt ihr das auch soweit. Die Übung ist halt für die Leute, die den Muscle-Up schnell lernen wollen. Da sind die Aussprünge. Ihr macht von unten, springt ihr hoch, und wenn ihr bei der Brust seid, dann geht ihr langsam hoch. Halt mit Kraft hoch. Von diesen Übungen müsst ihr ungefähr 10 Aufsprünge machen, so welche, und 5 Wiederholungen. Das sind halt insgesamt 50 Mal, und das täglich. Zeig du mal, Vincent, wie das bei dir aussieht. Wenn euch das zu leicht fällt, geht ihr zu einer anderen Stange, die etwas höher ist, und dann versucht ihr die Muscle-Ups dort. Das können wir euch nochmal vorzeigen. Die Stange ist halt etwas höher, das heißt ein erhöhter Level. Ihr geht von unten, das gleiche Prinzip, und geht hoch. Zeigt euch das mal am Vincent. Das waren halt die Basics. Erstmal die Pull-Ups und die Muscle-Up-Jumps, halt von unten springen. Der nächste Schritt sind die Dips an der Bar. Geht hoch. Die Beine sind gerade. Und dann geht ihr bis zur Brust hoch und runter. Das macht ihr besser langsam. Wenn ihr mit den Beinen so nach vorne kommt, dann sagt es euren Trainingspartner, dass euch ein bisschen nach hinten halten soll. Oder ihr macht halt einen Gummi ran, ein Theraband, dass es euch nach hinten. Wie ihr seht, das ist halt ein normaler Band. Der ist ganz fest, also speziell für die Muscle-Ups geeignet. Keine dünn nehmen, weil das kann reißen und dann könnt ihr euch eine Verletzung einholen. Der ist wirklich ganz fest. Und Vincent zeigt euch jetzt, wie man einen festen Band dran macht. Das ist ein fester Band. Lieber ist, wenn euer Trainingspartner den ganz nach unten zieht. Und dann geht ihr mit der Hacke rein. Also wirklich mit der Hacke. Macht ihr euren Bein gerade. Seid ihr so. Und dann geht ihr hoch. Wieder ganz nach unten und dann hoch. Wichtig dabei ist, dass ihr mit den Ellenbogen ganz nach unten geht, das heißt, die ganz ausstrecken. Nicht richtig halt, aber
Die müssen schon etwas so sein in der Art. Und mit dem Band ist es sehr leicht. Das heißt, dass ihr die Beine nicht so anwinkelt, sondern die gerade lässt halt. Und mit dem Band würde ich das eigentlich sehr empfehlen. Dann habt ihr diese Bewegung drin, die Technik von denen. Und dann fällt euch später sehr simpel. So sieht ein Muscle-Up halt aus, wenn ihr den richtig könnt. Nach einer Weile halt, wo ihr schon die ganzen Basics könnt und die ganzen Übungen. Der wichtigste Moment dabei ist, wirklich die Bewegung zu erwischen. Das zeige ich euch mal in der Climbbar. Das heißt mit dem Bein. Ihr müsst wirklich die Kontrolle mit dem Bein haben. Wenn ihr nach vorne geht, geht etwas so nach vorne. Wenn ihr hier seid, müsst ihr die Handgelenke so umdrehen. Das heißt, Vincent, zeig du das einmal kurz. Der hier. Ihr seht, wie er die Handgelenke mitdreht. Also die sollen nicht stehen bleiben, sondern genau schön mitdrehen. Diese Bewegung habt ihr erst gut klar gemacht, wenn ihr nach diese ganzen Basics gemacht habt und dann versucht ihr halt einen richtigen Muscle-Up zu machen. Erstmal würde ich das empfehlen an einer kleinen Bar und dann an einer größeren. Das war halt so ein Muscle-Up-Tutorial für euch und hinterlasst nette Kommentare an den Channel Muscle-Video. Abonniert diesen Kanal und schreibt, ob die Informationen euch nützlich waren. Und sonst alles Beste und bis zum nächsten Mal.